Das Wolkengebräu wirkt dramatisch. Das Wetter ist zu schlecht für den Hubschrauber, mit dem das Wegebauteam samt Gerät auf den Berg kommen sollte. Solche Planänderungen nimmt Christine Denk, die Hüttenwirtin, ganz gelassen. Was denkst du dann so, wenn du da dann ausschaust? Ich muss ein Foto machen. Und dann habe ich in der Saison irgendwie 1000 Stück am Handy. Weiß auch nicht. Ich finde, das ist einfach schon übermächtig. Gell? Und ich finde, man merkt einfach, man kann es überhaupt nicht beeinflussen. Also kannst du ja nur 15 Mal einen Wetterbericht anschauen. Es stimmt eigentlich oft nicht und man ist immer irgendwie ausgesetzt. Und ich glaube, man muss ja immer so kommen, wie es halt gerade ist, weil du das eh nicht ändern kannst. Und das ist richtig schön da herum, finde ich. Und dass meistens schöner ist, als er ansagt und man trotzdem, obwohl schlechtes Wetter angesagt ist, so eine Stimmung hat, das finde ich schon cool. Auf 2300 Meter steht die Augsburger Hütte, mit einem weitläufigen alpinen Wegenetz über die höchsten Gipfel der nördlichen Kalkalpen. Solche Schlechtwettertage sind prädestiniert für liegengebliebene Arbeiten. Das ist das Unangenehmste. Im Trocken-WC müssen die Behälter gewechselt werden. Ich habe Gott sei Dank eher einen schlechten Geruchssinn. Aber ich rieche auch gar nicht oder nehme nicht so viel wahr. So, und das ist jetzt gedreht. Ich werde mal oben im Anlagenbuch aufschreiben, dass ich auf die Zahl 4 gedreht habe. Und nächstes Jahr, wenn ich es ausleere, schaue ich, wie voll die waren und ob man noch hätte warten können oder ob es überfällig ist. Ja, und da drucke ich mir schon die ganze Woche. Ich wollte es am Montag tauschen. Und jetzt habe ich halt nur gewartet. Vom Wegeteam sind zwei den 1100 Höhenmeter Aufstieg aus dem Tal im Regen vorausgestiegen. Jetzt nutzen sie ein unverhofftes Schönwetterfenster, um die Steige um die Hütte zu kontrollieren. Ich war letztes Jahr das erste Mal dabei und man hat dann einen ganz anderen Respekt vor dem Weg und man sieht einmal, was der Arbeit dahinter steckt, bis man da überhaupt in Ruhe gehen kann. Und Gäste fragen, ob sich noch die Tour auf den Hausberg lohnt. Es ist halt nass jetzt, das untere Drittel. Das ist so Felsleben, Steindingens. Rutschig wahrscheinlich. Rutschig, genau. Mhm. Würde ich Stöcke mitnehmen. Ja. Und die anderen zwei Drittel, die sind eher so felsig. Da macht es Sinn, das einzupacken. Das sind also Einzelstellen zum Klettern. Aber ganz ein griffiger Stein. Und Oma, das nochmal die letzten 50 Meter. Ich mag die nicht so gern gehen. Ja. Das ist so ausgesetzter Schotter. Und das ist halt jetzt auch nass. Ja. Genau. Ja. Aber mit Stöcke geht es eigentlich gut. Aber so schnell wie es kam, schließt sich das Wolkenfenster auf diesem Aussichtsbalkon über dem Oberinntal wieder. Der Bergmorgen am nächsten Tag. Über den Wolken. Jetzt findet der Helikopter tatsächlich eine Lücke und transportiert das Wegebauteam samt Material ins Einsatzgebiet. Es liegt auf 2800 Meter unter dem einzigen 3000er der Nordalpen, dem Parseier. Markus Gretschmann, der Wegereferent der Alpenvereinssektion Augsburg, hat alles genau vorbereitet und geplant. Das Team teilt sich in mehrere Gruppen, die zu ihren Einsatzgebieten steigen. Der lange Winter, Schnee und Unwetter setzen den Wegen zu. Ein Brennpunkt ist die Einstiegsstelle zum Parseier. Die Gruppe hier muss alpin geübt sein. Sie sichern sich mit einem Kletterseil. Helia Hellmann kennt sich aus. Der Ferner ist abgeschmolzen und dadurch ist die Platte frei geworden. Und jetzt hängt hier das Stahlseil runter, ohne Zwischensicherung. Und unser Plan ist es, heute zu verankern, dass man nicht die ganzen 15 Meter runterfällt, sondern nur 4. Etwas Risiko muss auch nach ihrer Aktion bleiben im hochalpinen Gelände. Mir macht es Spaß. Das Lechtal ist toll und das Wegegebiet ist einfach schwierig. Da ist was zu tun und deswegen bin ich gern dabei. Den ganzen Tag sind sie jetzt an dieser Schlüsselstelle beschäftigt.
Am Nachbarberg, dem Gatschkopf, ackert sich ein zweiter Trupp durch die Mondlandschaft. Im ausgesetzten Gelände bleibt vom Steig nach dem Winter fast nichts mehr übrig. Mit dabei ist hier der Vorstand für die Infrastruktur der Augsburger, Manfred Sproll. Wieso machst du das? Um hier einen deutlichen Weg zu zeigen, damit die Leute wissen, wo sie gehen, und um den Hang so ein bisschen flacher zu machen, um den Leuten so ein bisschen eine Guidance zu geben, wie sie den Hang gehen sollen, um auch Erosion zu verhindern. Es gibt Schulungen für das Thema Wegebau, deshalb haben wir auch unsere Wegereferenten, die machen da regelmäßig mit. Und da lernt man natürlich, was man tut und wie man es tut, um eben nicht jedes Jahr aufs Neue anfangen zu müssen. Zum Beispiel gerade Kollegen, die sind hier in der Wand drin, die machen Seilversicherungen, die müssen nicht jedes Jahr neu gemacht werden. So an so einem Schutthang, natürlich ist da die Erosion stärker und da ist das Thema Sisyphus nicht so richtig weit weg. Der nach dem Memminger Alpenpionier Anton Spieler benannte Spielerweg führt hier durch die Wildnis. Es ist ein Herzstück im Wegenetz von Markus Kretschmann. Er erneuert in der abschüssigen Felsflanke die alten Drahtseilsicherungen. Jedes Jahr schaffen sie ein Stück. Die Alpenvereinsmitglieder haben im 19. Jahrhundert diese Wege erschlossen. Mit dem ehrenamtlichen Einsatz führen die Augsburger die Tradition fort. Im wilden Gelände der Lechtaler Alpen hat die Augsburger Hütte den Charakter eines Schutzhauses bewahrt. Abgeschnitten von der Zivilisation muss der Betrieb autark funktionieren. Diese Herausforderung hat Christine Denk gesucht. Können wir mal kurz überlegen, was man noch. Ich habe jetzt Reiswasser. Meinst du, reicht das? Wie viele Tassen Reis brauchen wir denn? Scheiße. Unable to read Wasserkraftwerk. 18.12 Uhr. Ja, dann ist es so. Wir haben eh alles aus. Fußbodenheizung, Boiler, alles aus. Bierkühler. Außer die Spülmaschine. Okay. Ja, wir leben jetzt aus dem Akku. Eine Sicherung ist rausgeflogen. Anna, eine der beiden Helferinnen, muss 250 Höhenmeter zum Wasserkraftwerk absteigen. Der Weg ist selbst eine kleine Bergtour. Und für Emi, den Hüttenhund, offenbar ein schöner Auslauf. Am Schaltkasten kann sie den Defekt beheben. Für Christine, die aus der Nähe von Regensburg stammt, ist die Hütte mit ihren täglichen Herausforderungen wie ein zweites Leben. Denn ihren eigentlichen Job hat sie bei einer Unternehmensberatung. Laptop und viele Gesetzestexte und viele Kunden, die auch wissen müssen, dass ich im Sommer Präsenz nicht so gut erreichbar bin und halt einmal zwei Tage brauche, um irgendwie eine E-Mail oder einen Anruf zu beantworten. Und die finden das alle lässig. Die sagen immer, ach, das hätte ich auch gerne gemacht. Oder ach, ich gehe also gerne in die Berge. Und ich habe auch wirklich Kunden, die kommen einfach. Und herum sind wir dann per Du. Das ist alles ganz lässig und dann schnapselt man und spielt eine Gitarre. Aber im Winter ist es dann wieder anders. Das ist wieder eine Kundenbeziehung. Ich habe so 10 Mitarbeiter und wir haben halt, ich glaube, ich habe 30 Kunden so ungefähr und die betreuen wir jedes Jahr. Genau, und da ist es halt ganz anders, ja, also da ist man halt, ich finde, da ist man ja auch im Auftreten irgendwie stringent auf der Hütte, weil man irgendwie auch Ansagen trifft und wann es Abendessen gibt und wie der Weg ist und ob man den gehen sollte oder nicht, und im Büro ist es halt eher so, so kann man bilanzieren und so kann man nicht bilanzieren, und es gibt da das Gesetz nicht her und das muss man jetzt umbuchen, und das versteht dann auch jeder, und eigentlich ist es, finde ich, ähnlich. Genau. Und organisatorisch vielleicht auch relevant, weil man sich irgendwie immer takten muss, wenn man irgendwie auf eine Deadline hinarbeitet. Und es ist ja nichts anderes, wir arbeiten jeden Tag aufs Abendessen hin. So hält sie mit ihrem Team, genauso wie die ehrenamtlichen Wegebauer, diesen alpinen Außenposten in Schuss, der es für viele überhaupt erst möglich macht, etwas von dieser einmaligen Hochgebirgslandschaft zu sehen
und zu erleben.